nach der Bewerbung, wie Thorsten schon erzählt hat, gab es die zwei Bewertungsphasen. Nach der Bewerbungsphase die Jury-Sitzung mit unseren Sponsoren. Deshalb ein Riesendank an das gesamte Team heute, sind wir seit 15 Minuten aufbauen. Die letzten Wochen, die Bewertungsphasen. Der Prozess war recht interessant für uns, weil es tatsächlich im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen oder zu anderen Preisverleihungen oder Pitch-Wettbewerben so wirklich um die Gründer ging und auch das Thema, hey, wer steckt dahinter? Ihr müsst mal ein Video über euch aufnehmen, 10 Minuten und dann müsst ihr nochmal pitchen vor einer Jury, die auch wirklich nur auf die, oder nein, nicht nur, aber größtenteils auf die Persönlichkeit geguckt haben, war einfach neu, erfrischend und ja, hat uns ja anscheinend was gebracht. Und als Gründungsberaterin der Industrie- und Handelskammer begleite ich jeden Tag wundervolle Menschen mit ihren großartigen Ideen. Ich lese mich durch Traubenseiten, Business Ideen, schaue mir unendlich lange Zahlen und Kolonnen an. Aber am Ende des Tages ist es immer die Persönlichkeit, die zählt. Ja, das, was Adi hier gerade adressiert, ist aber nur eins von den zwei großen Problemen, die hier gerade im Raum stehen. Das andere ist nämlich der immens hohe Müllberg, der mit der Tamponindustrie einfach mit einhergeht. Die Wirtschaftsunion sind der größte Wirtschaftsverband in Deutschland mit ca. 10.000 Mitgliedern. Mit unserem wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Engagement übernehmen wir Verantwortung für die Zukunft und geben der Jugendwirtschaft eine Stimme. Wir fördern den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer und Führungskräfte. Raini ist eine Plattform für Mitarbeiterengagement, die es Unternehmen erleichtert, effektive ESG-Programme für ihre Belegschaft zu entwerfen. ESG steht für Environment, Social and Governance und beschreibt die drei Nachhaltigkeitspfeiler von Unternehmen. Ja, war für uns ja ganz was Neues, diese Erfahrung, dann eben auch hier beim Gründerpreis dabei sein zu können. Das ist ja auch gerade für die Stadt Köln ein wirklich besonderes Ereignis und wir finden es geradezu fantastisch, hier eben in dieser Auswahl zu sein. Verbinden wir jetzt unsere Kompetenzen aus Energierecht und UX und bauen das alles ein in digitale Tools und Vertragsgeneratoren, um Stadtwerke und Kommunen, vor allem hier im Rheinischen Revier, bei der Dekarbonisierung ihrer Kommunen zu helfen und eben einfach schneller für uns alle klimapositive Energieprodukte auf den Markt zu bringen. Meine Konkurrenz war ja stark. Das sind tolle Teams, die heute vertreten sind. Deshalb freuen wir uns aber auch umso mehr, die beiden Preise mit nach Hause nehmen zu dürfen. Also den Startups, die sich nächstes Jahr bewerben wollen, den würde ich auf jeden Fall raten. Macht auf jeden Fall mit. Das ist eine großartige Erfahrung. Bei dem Prozess kann man viel lernen und heute Abend, das Event, hat uns alleine jetzt schon so viel gebracht, auch so viele gute Kontakte wiedergebracht. Ich würde auf jeden Fall jedem raten, bewerbt euch und macht mit.